Auf Erfolgskurs. Sie sind in einer Phase der beruflichen Neuorientierung und möchten herausfinden, ob eine Existenzgründung ein möglicher Neuanfang für Sie sein könnte? Ob in der Ideen-, Gründungs- oder Festigungsphase? Alpha, das Gründerforum, hilft Ihnen, Ihre Markt- und Unternehmerpotenziale zu analysieren und zu entwickeln. Gemeinsam mit starken Partnern und einem in der Region Köln-Bonn-Rhein-Sieg einzigartigem Coaching-Konzept unterstützen wir Sie dabei, sich am Markt unverwechselbar zu positionieren. Überzeugen Sie sich selbst. Alpha, das Gründerforum. Absolventen der Universität Bonn feiern den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums. Mitte Juli wurde im Hofgarten der Universität Bonn insgesamt 1280 Studenten aus insgesamt 7 Fakultäten ihr lateinisches Zeugnis überreicht. Mit dem ehemals kurfürstlichen Schloss und heutigen Hauptgebäude im Hintergrund wurde die akademische Leistung der angehenden Mediziner, Juristen, Natur- und Geisteswissenschaftler im Kreise der Familie gewürdigt. Dazu gehörte natürlich auch der Talar, welcher jeder Absolvent anzulegen hatte. Jeder Fachbereich mit eigener Farbkennung in Rot, Blau, Grün, Violett, Dunkelrot oder Hellblau. Nachdem die Absolventen und die rund 4000 geladenen Gäste im Fußballfeld Großen Festzelt ihre Plätze eingenommen hatten, begrüßte der Direktor der Universität Bonn, Professor Dr. Jürgen Vormann, alle Anwesenden. Mit viel Pomp widmete er seiner Rede der Zahl 7. Ausgehend von dem nunmehr 7. Universitätsfest über die 7 Fakultäten bis hin zu den 7 Weltwundern, zu denen er die Universität scherzhaft zählte. So käme eben dieser Zahl eine wichtige Bedeutung für das Universitätsleben zu. Und dieses 7. Universitätsfest ist eben mit der 7er Zahl ja eines, in der die Bonner Universität sich gleichsam selbst abbildet, weil es sowohl auf die Struktur unserer Universität als auch die Struktur der Vorstellungen von Zeit und Raum auf besondere, ja man könnte sagen, auf magische Weise verweist. Auch der Bonner Bürgermeister Jürgen Nimptsch war vor Ort, um den Absolventen zu gratulieren. Ebenso hob er die Vielfalt der Beethovenstadt hervor, die aufgrund der 27.000 Bonner Studierenden erst ermöglicht würde. Die Universität Bonn ist ein sehr wichtiger Teil unserer Stadt. 27.000 Studierende prägen das städtische Leben und tragen zur Vielfalt und Gesundheit Bonns bei. Und Stadt und Universität arbeiten in vielfältiger Weise gut zusammen. Viele Berufstätige in der. Die dritte, wahrlich feurige Rede hielt der Kabarettist und ehemalige Student der Universität Bonn, Konrad Beikircher, in welcher er in alten Zeiten schwelgte und anschließend tosenden Beifall erntete. Und ich weiß, dass ihr eure Uni im Leben nicht vergessen werdet, weil sie was Besonderes ist. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn das Besondere? Bei mir war es so, ich wollte mich in Wien gerade zum Wintersemester 65, 66 einschreiben, inskribieren natürlich, wie man in Wien immer gesagt hat. Abschließend folgte die Zeugnisausgabe durch die Dekane der verschiedenen Fakultäten. Bei Aushändigung war den Akademikern der Stolz über das erfolgreich abgeschlossene Studium wahrlich anzusehen. Ich habe heute meinen Abschluss gemacht in neuerer englischer Literaturwissenschaft, politischer Wissenschaft und Finanzmathematik. Man fühlt sich natürlich ganz, ganz toll, denn das Ende des Studiums ist ja jetzt erreicht und hier mit so einem schönen Fest, das ist natürlich nochmal ein krönender Abschluss. Ich habe hier in Bonn Pharmazie studiert und ich habe mein Examen jetzt im März gemacht und bin jetzt schon seit 3 Monaten im Berufsleben. Aber das war ja heute nochmal so ein richtig schöner Anlass, das alles zu würdigen, nochmal sacken zu lassen und ganz entspannt einfach nochmal zurückzublicken auf die letzten 4,5 Jahre hier in Bonn an der Uni. Am Ende der Veranstaltung folgt traditionsgemäß das erleichterte Hochwerfen des Baretts vor der anwesenden Presse. Drei und bei drei schmeißt ihr die alle hoch.